Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Nachtschattenfans und Psychonauten, zur letzten Ausgabe eurer Nachtschattentelevision im Jahr 2018. Jo. Wir hoffen natürlich, dass ihr rekreative, angenehme, besinnliche Feiertage im Kreise eurer Lieben verbringen konntet, dass ihr die Weihnachtsfeiertage gut hinter euch gebracht habt und jetzt auch ordentlich wieder abnehmt, nachdem die Völlerei, wie die bei den meisten an Weihnachten ja stattfindet, jetzt gelaufen ist. Und jetzt steht Silvester vor der Tür. Ja, der Jahreswechsel und wir hoffen natürlich, dass ihr den auf berauschende Art und Weise zelebriert und begeht. Ja, Silvester und das neue Jahr empfangt und passend dazu habe ich heute mal ein Thema ausgewählt, das sich an euren Fragen orientiert. Safer Use zum Jahreswechsel heißt das Hauptthema, worum es heute gehen soll. Und ich habe eine Frage herausgesucht eines Zuschauers, die exemplarisch für viele ähnliche Fragen steht. Und da möchte ich mal erklären, wie ihr Substanzen verwenden könnt oder wie man Substanzen verwenden kann, ohne sich in Gefahr zu begeben. Ja? Ich habe das, was wir jetzt gleich hier besprechen werden, schon ein paar Mal hier auf dem Kanal erklärt. Offensichtlich ist es nicht bei allen angekommen, weshalb ich dann jetzt auf jeden Fall, bevor ihr dann in wenigen Tagen ja alle wahrscheinlich feiern geht oder psychedelische Sessions macht, deswegen möchte ich unbedingt erklären, wie man hier im Safer-Use-Modus sozusagen Substanzen gebrauchen kann, ohne Risiken einzugehen. Deshalb eine Frage, die so bzw. ähnlich des Öfteren kam, nicht nur in letzter Zeit, sondern die ganzen letzten Monate und immer wieder mal. Und ich eigentlich dachte, ja, das haben wir doch schon ein paar Mal gebracht, so in der DEA auch hier in der Nachtschatten-TV. Ich erkläre es jetzt trotzdem nochmal, weil es offensichtlich ein großes Bedürfnis eurerseits ist. Also, die Frage, die ich jetzt vorlese, bezieht sich auf MDMA. Ich habe ähnliche Fragen auch bekommen von euch zu Mescalinsulfat, zu 2CB und anderen Substanzen. Ich lese es einfach mal vor. Hallo Markus, ich habe endlich mal wieder MDMA-Kristalle erhalten, aber leider keine genaue Waage am Start. Deshalb zerhacken wir den Kristall immer und schnupfen uns an die gewünschte Wirkung heran. Das ist aber nicht so toll, weil ich eigentlich die orale Wirkung von MDMA lieber habe als die nasale, mich aber nicht traue, einfach irgendeine Portion einzunehmen. Was kann ich tun, wenn ich keine Waage habe, aber MDMA möglichst genau abmessen will? Ja, ihr Lieben, also. Das ist im Prinzip ganz einfach, ja. Gut, heute gibt es auf eBay für 10, 12, 13 Euro schon Waagen, die sind also wirklich erschwingliche Geräte, die sogar bis auf 2 Nachkommastellen messen können, allerdings ist das nicht sehr genau. Also spätestens, wenn es um 2CB geht, wo man wirklich im Milligrammbereich abwiegen will, wo man so 10 bis 12 Milligramm vielleicht als initiale Dosis anstrebt, ist es dann schon schwierig, sich darauf zu verlassen, dass die Waage für 10 Euro von eBay tatsächlich, sagen wir mal, 12, 13 Milligramm genau abmisst. Das ist schwierig. Aber diese Waagen sind doch wenigstens in der Lage, zumindest im Grammbereich einigermaßen genau zu messen. Und wenn wir ein Gramm der Substanz abmessen können, dann haben wir im Grunde genommen bei wasserlöslichen Stoffen schon gewonnen. Dann geht das nämlich folgendermaßen sehr, sehr gut und ohne Feinwaage. Man kann nämlich den MDMA-Kristall möglichst fein pulverisieren, zerhacken, ja, und dann schlichtweg in Wasser geben und dort eine Lösung herstellen. Man kann also das MDMA in Wasser einfach auflösen und dann mit Hilfsmitteln, mit Messgeräten sehr, sehr genau abmessen für die Einnahme. So, nehmen wir also an, jemand hat 1 Gramm MDMA, er ist in der Lage, das mit Hilfe einer von mir aus günstigen Waage abzumessen, hat ein Tütchen oder ein Briefchen mit 1 Gramm MDMA, ja, und ist sich relativ sicher, dass es auch wirklich 1 Gramm ist, das kann man heutzutage abmessen, auch mit günstigen Messgeräten, mit günstigen Waagen. Und dieses 1 Gramm MDMA kann man dann schlicht und ergreifend in Wasser auflösen. Hat den Vorteil, man kann es nachher wieder einfrieren, Reste, und wieder auftauen und wieder einfrieren und wieder auftauen. Gibt auch Menschen, die lösen das in irgendwie Limo auf oder in Eistee oder in irgendwelchen anderen Getränken. Das ist nicht so praktisch, weil man die nicht beliebig oft wieder einfrieren und auftauen kann. Wenn man also 1 Gramm MDMA auf 1 Liter Wasser gibt und das Ganze ordentlich auflöst, hat man nachher eine Lösung, von der jeder Milliliter Wassers genau 1 Milligramm MDMA enthält. Und dann könnt ihr euch schon denken, wie man das dann abmisst. Mit einem einfachen Messbecher aus dem Handel, in jedem Edeka, in jedem Supermarkt gibt es diese Messbecher, die sogar schon 15, 20, 25, 30, 50 bis 150 Milliliter genau als
Skala schon drauf haben. Es gibt auch größere Messbecher, die kann man auch verwenden, zum Beispiel um 1 Gramm auf 1 Liter herzustellen. Ja. Dann gibt es außerdem natürlich noch Spritzen, die man verwenden kann, nicht um sich das Ganze zu spritzen, zu injizieren, sondern als Dosierspritze. Ja. Da gibt es diese 2-3 Milliliter Spritzen und da kann man sogar bis auf 0,5 Milliliter genau dosieren. Ja. Und wenn man dann auf 1 Liter, also auf 1000 Milliliter Wasser 1000 Milligramm MDMA hat, kann man, und das wird euch jetzt schon einleuchten, Milligramm genau dosieren, mit Hilfe einer solchen Dosierspritze sogar 0,5 Milligramm Schritte machen. Und das kann man natürlich dann perfekt abmessen. Das heißt, du kannst tatsächlich also 45 Milligramm, 65 Milligramm, 80, 85, 86 Milligramm genauestens abmessen und dann auch bei Substanzen wie 2CB und Verwandten, wo also deutlich weniger verwendet wird, gebraucht wird als beispielsweise bei MDMA, hat man eben die Gelegenheit, hier auch tatsächlich die 10, 11, 11,5, 12, 12,5 Milligramm und so weiter abzumessen. Und zwar auf eine ziemlich genaue Art und Weise. Ähnliche Fragen erreichten mich übrigens auch zum Abmessen von LSD. Ja, da muss man natürlich genau wissen, wie viel Stoff man auf seinem Filz, auf seinem Blotter hat, um das genau abmessen zu können. Die Leute hantieren darum mit Messern, mit Scheren, mit Skalpellen und was noch alles und schneiden sich Eckchen und schätzen und tun und machen. Ja, und das ist natürlich auch alles andere als sicher. Erstens mal kann man beim Hantieren mit den Blottern zum Beispiel auch was über die Haut aufnehmen. Zweitens ist natürlich das Schneiden per Augenmaß und mit Scheren, gerade an den kleinen Pappen oder an Filzen oder so, extrem schwierig, da genau auch zu dosieren. Und auch hier, wenn man denn, und so waren die Fälle verschiedener Zuschauer, die zum Beispiel einer schrieb, er hat jetzt einen 250 Mikrogramm Hofmann Jubiläumstrip irgendwo erstanden und er wisse ganz genau, er kenne die Quelle und das seien genau 250 Mikrogramm und er vertraue darauf. Ja, dann kann man dieses ebenfalls in Wasser auflösen, eine sogenannte volumetrische Dosierung durchführen. Nur darf man hier im Gegensatz zu MDMA und 2CB und den anderen Substanzen kein normales Leitungswasser nehmen, denn das enthält Spuren von Chlor, die das LSD zerstören können, sondern sollte mit destilliertem Wasser arbeiten, das man für wenige Cent in jedem Supermarkt kriegt. Ja, und wenn man dann einen, sagen wir mal, 250 Mikrogramm Blotter in destilliertes Wasser gibt, dann nimmt man, wir nehmen jetzt mal die Faustformel, die ich mir so ausgedacht habe, 250 Mikrogramm Blotter auf 25 Milliliter destilliertes Wasser. Da macht man einfach praktisch, nimmt man sich ein Schraubglas, wirft da den Blotter in das destillierte Wasser rein, das misst man natürlich sehr genau ab und lässt das ein paar Stunden stehen. Dann hat man nachher auf jeden Milliliter Wassers 10 Mikrogramm LSD, was man im Übrigen dann auch sehr gut dosieren kann für Microdosing-Versuche und so weiter und so fort. Aber man kann natürlich auch jede normale, psychedelische, psychoaktive Dosierung damit gut vornehmen und abmessen. Ihr seht also, das Hantieren mit irgendwelchen Waagen, die ungenau sind, oder mit Scheren, mit Messern und so weiter, ist überhaupt nicht nötig. Es ist auch nicht nötig, wenn man MDMA-Kristalle hat, die zu schnupfen. Ja, viele wollen das nicht. Viele mögen das einfach auch nicht und die orale Wirkung ist deutlich angenehmer. Finde ich zumindest, finden auch viele andere und wirkt auch länger und ist einfach die schönere Art und Weise, MDMA einzunehmen. Und von daher sind das die Möglichkeiten, die Substanzen in eine Lösung zu überführen und anschließend mittels Dosierspritze oder mittels Dosierbecher oder wie auch immer genauestens abzumessen. Ja, ohne sich zu gefährden, und das ist es. Dann in dem Augenblick ist die Substanzeinnahme kein Wabankspiel mehr, kein Glücksspiel mehr, wo man im Grunde genommen gar nicht genau weiß, was man sich da eigentlich eingepfiffen hat. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das konnte euch ein bisschen helfen und euer Safer Use zu Silvester ein bisschen sichern, ja, denn was gibt's Döveres, als Substanzen nehmen zu wollen und gar nicht zu wissen, wie viel man davon jetzt eigentlich gerade einnimmt und welche Substanzen, sollte man natürlich auch immer wissen. Und ihr seht, von daher ist es wichtig, auch gute Quellen zu haben, nicht einfach irgendwelche Substanzen von der Straßenecke oder vom Bahnhof oder irgendwo von irgendwelchen dubiosen
Typen zu erstehen, sondern zu wissen, was man da hat und auch, wie es in etwa dosiert ist. Das spielt immer eine ganz besonders große Rolle. Alle anderen, die Substanzen haben, ohne zu wissen, wie viel es genau ist, ja, denen kann man nur sagen, wenn ihr es nicht lassen könnt und müsst das Zeug unbedingt nehmen, dann müsst ihr euch in der Tat vorsichtig herantasten. Dann weiß man eben tatsächlich nie, wie viel man genau so einnimmt. Ja? Manche haben mich auch gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn man das auflöst? Manche wissen ja, dass man MDMA beispielsweise und andere Stoffe auflösen kann. Wie ist denn das mit Pillen? Ja, kann man Pillen auch gut auflösen? Naja, also Pillen lassen sich eher schlecht auflösen. Natürlich ist das MDMA in der Pille, das da enthalten ist, löst sich relativ schnell im Wasser auf, weil MDMA sehr gut wasserlöslich ist. Aber du hast natürlich in der Pille noch sehr viel Füllstoffe mit drin und die hast du dann alle im Wasser am Grunde des Glases oder so drin verwirbelt und man kann sie im Grunde nur runterspülen. Dann kann man auch gleich die Pille zerhacken und in gleich große Portionen irgendwie per Augenmaß legen oder per Waage und dann in Zigarettenpapier zum Beispiel eingewickelt einfach schlucken. Das ist natürlich deutlich effektiver, als sich da ein Glas mit Wasser und einer aufzerhackten Pille aufzulösen. Das schmeckt nicht, weil die Pillenfüllstoffe sich halt einfach nicht im Wasser ganz auflösen. Ja, also. Jo, ihr Lieben, dann gucken wir uns jetzt als nächstes die neuen Bücher und Medien an, die im Nachtschattenverlag gerade vorbereitet werden, respektive gerade aus dem Druck kommen, wie zum Beispiel das Buch von Jochen Gartz, Psilocybin-Pilze, in unserer Reihe Nachtschatten Smart Plus. Ja, ich kann es euch noch nicht zeigen, das Buch ist auf dem Weg hierher, es ist fertig gedruckt, es wird gerade ausgeliefert und im neuen Jahr wird es dann auch im Nachtschatten-Shop bestellbar sein und dann kann ich es euch auch zeigen in der nächsten Folge. Das ist allerdings jetzt fertig, allerdings noch nicht ganz da, bald aber verfügbar. Lucys Rausch Nummer 8 ist da. Eine neue Ausgabe mit zahlreichen interessanten und erhellenden Beiträgen psychoaktiver Kultur von kompetenten und beliebten Autoren. Lucys Rausch 8, jetzt am Kiosk, im Buchhandel und im Abonnement. Bestimme deinen Abopreis selbst und zahle, was Lucys Rausch dir wert ist. Lucys Rausch, das Forum für Psychonautik und Drogenkultur. Ausgabe 8, jetzt im Handel. Wo wir gerade beim Thema Lucys sind, ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir haben ja jetzt ein ganz neues Abo-System. Bestimme deinen Abo-Preis selbst. Ja, guckt mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link zu unserer relaunchten Lucys-Seite. Ja, wer die noch nicht kennt, gucke da auch mal. Und die haben wir komplett neu aufgesetzt. Die wird auch ab 2019 als psychoaktives Newsportal fungieren. Auch dazu werde ich euch dann im neuen Jahr noch ausführlich Auskunft geben. Und da könnt ihr sehen, wie das läuft. Also wir haben einen Minimalpreis natürlich festlegen müssen, um die Produktions- und Herstellungskosten des Heftes weiterhin gewährleisten zu können. Allerdings könnt ihr darüber hinaus euren Abo-Preis tatsächlich selbst bestimmen. Ja, das ist unser Modell des sozialen Ausgleichs für alle, die unsere Arbeit wertschätzen und gern ein bisschen mehr zahlen wollen. Und so kommen auch diejenigen an ein Lucys-Abo ran, die sich eigentlich nicht leisten könnten, weil die zahlen dann deutlich weniger. Wie gesagt, guckt euch da mal auf der Internetseite das neue Modell mal an. Dann haben wir jetzt auch neu aus der Produktion Lucys Rausch Sammelschuber. Ja, ich habe sie in der Hand, ich habe es schon ein paar Mal angekündigt. Hier seht ihr also unsere lila Ausführung. Ja, wir haben drei verschiedene Ausführungen fertig gemacht. Hier ist die orangefarbene Ausführung, da der Rücken jeweils. Und das ist sehr schlicht, aber sehr schön, wie ich finde. Macht sich gut im Bücherregal. In so einen Ordner passen 8 Ausgaben rein, also passt jetzt gerade, wir haben 8 Ausgaben draußen und auch hier findet ihr unten in den Shownotes, in der Videobeschreibung, den Link direkt zur Seite, wo ihr diese Schuber ordern könnt, um eure Lucys Magazine, ja, stilecht und schön im Regal sammeln zu können. Und dann gehen wir jetzt zuletzt noch auf die nächsten beiden Termine ein, die bevorstehen, denn das neue Jahr startet kaum und dann geht es schon wieder los mit psychoaktiven Terminen. So am 19. Januar die SACM-Tagung, Medizinalcannabis heute und
morgen vom Professor Brenneisen organisiert und ich blende euch ein, die Internetseite. Auch dazu findet ihr unten natürlich zum Anklicken direkt den Link in der Videobeschreibung. Und dann ein paar Tage später, vom 8. bis 17. Februar 2019, startet ein neues Cannabis Village in Basel. Auch das blende ich euch mal ein. Wer sich von euch dafür interessiert, sei doch aufgefordert, dort mal hinzusurfen und sich eventuell auch anzumelden oder sich den Termin herauszuschreiben. Ja, ihr Lieben, das soll's soweit für dieses Mal gewesen sein. Ich hoffe, unsere Medientipps haben euch ein bisschen geflasht, sodass ihr eventuell vom Weihnachtsgeld euch ein paar neue Bücher und Medien anschaffen könnt und wollt. Und natürlich, das ganz wichtig, unsere Safer-Use-Tipps zum neuen Jahr, zum Jahreswechsel bei euch auch ankommen. Ja, tut euch nichts, sondern passt auf euch auf, seid immer vorsichtig. Ja, im Zweifel lieber von der Drogeneinnahme absehen, als irgendwas Unbekanntes oder in unbekannten Mengen sich einzuschmeißen. Das kann nach hinten losgehen und das ist nicht das, was ihr wollt zum Jahreswechsel. Ihr wollt bestimmt eine schöne Party machen, eine gute Zeit verleben, das wollen wir doch alle. Und deswegen beherzigt doch am besten alle Safer-Use-Regeln. Ja, wir bereiten sie immer wieder für euch auf, nicht nur hier in der Nachtschattentelevision, auch in unseren Büchern, auch in Lucys Rausch und so weiter und so fort. Ja, und ich denke, wer sich daran hält und das beherzigt, der kann im Grunde nicht viel mehr falsch machen. Lasst es euch gut gehen, kommt gut ins neue Jahr 2019. Ich grüße euch auf diesem Wege im Namen des gesamten Verlagsteams. Habt eine gute Zeit, kommt gut ins neue Jahr. Wir sehen uns wieder Mitte Januar zur nächsten Folge eurer DEA. Bleibt uns gewogen, bis ganz bald und tschüss.